Hey guys, my name's Seb and I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Now on behalf of the whole development team, we want to wish you a warm welcome to this closed beta. Today, we are extremely excited to share with you the game that we've been working on for more than 4 years now. Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous, and responsive open world that you can play entirely in 4 players co-op or in solo. During this closed beta, you'll be able to discover the very first hours of Ghost Recon Wildlands in the province of Itaqua, one of the 21 regions of our massive open world. At the same time, we are launching the Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. 2 Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. 2 Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. Soviel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. Und damit herzlich willkommen zu einer ersten Folge Let's Play Ghost Recon Wildlands. Und zwar werden wir dieses Spiel nicht alleine spielen, meine Lieben, denn ich habe meine ganzen Moderatoren, das ganze Mod-Team, ja, habe ich bei diesem Projekt mit dabei und da freue ich mich ganz, 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 ganz massiv drauf. Mit all den Moderatoren, die ihr ja schon aus den YouTube-Streams kennt, ja, zusammen hier eine kleine Runde in der Beta reinzuschnuppern. Ich freue mich auch ganz, ganz massiv drauf, dass wir die Beta schon, also die Closed Beta jetzt hier, schon vorab testen können. Freue mich wahnsinnig drauf, euch da die ersten Videos zu zeigen. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was dieses Spiel kann, was dieses Spiel leistet. Und ich denke mir mal, ja, ich könnte mir vorstellen, dem einen oder anderen von euch könnte das auch ganz gut gefallen. Was kann man da machen? Ja, ihr habt es gesehen. Wir kämpfen als Spezialeinheit gegen ein Drogenkartell, müssen uns allerdings erstmal so einen kleinen
bisschen unseren Charakter erstellen. Das ist so ein bisschen die erste Aufgabe, die uns vorantrifft. Und dann werden wir mal gucken, was halt eben die Story so hergibt. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool werden, die ganzen einzelnen Missionen zu bestehen. Vielleicht auch, wie gesagt, das Team ist dabei. Die haben auch schon ganz schön wahnsinnig Bock drauf. Die erste Folge jetzt erstmal nur alleine. Aber in der nächsten Folge seht ihr dann auch all die anderen, die noch mit dabei sind. Das wird eine mega geile Aktion, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich freue mich da jetzt schon richtig. So, meine Lieben, und bevor es losgehen kann, müssen wir uns erstmal hier einen Charakter erstellen. Wir sehen ihn aber irgendwie jetzt gerade hier nicht so ganz. Muss noch ein bisschen laden, aber das kommt bestimmt, kommt das gleich. Ich bin mal gespannt. Da ist er. Okay, super. Wie gesagt, wir müssen einen Charakter erstmal erstellen. Das ist so die wichtigste Sache, weil den haben wir erstmal so. Der gehört zu uns jetzt, möchte ich fast meinen. Und deswegen muss der jetzt erstmal ein bisschen hübsch daherkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Mal gucken. Also, erstmal Bemalung. Bemalungen weiß ich jetzt immer nicht. Das zieht mich immer nicht so ganz mit. Aber das finde ich eigentlich ganz nett, so mal an den Armen so ein bisschen rumzudeichseln. Glaube ich, ist ganz cool. Können wir dann so machen. Ach, da, Ja, das sind so Sachen, die sind so kleine Spielereien. Ich mag sowas gerne, wenn man so einen Charakter wirklich dann so massiv nochmal anpassen kann. In dem Fall nicht ganz so massiv, wie ich es mir gerne wünschen würde, weil man sieht ja schon, die Auswahl ist relativ begrenzt. Ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr dazukommt, ein bisschen mehr Texturierungen, aber okay. Das ist schon mal ein guter Weg, guter Anfang, gefällt mir insgesamt schon mal recht gut. Jetzt gucken wir mal gerade, also ihr seht schon, da kann man so viel machen. Auch mit den Farben noch natürlich, das geht alles noch. Aber jetzt erstmal will ich gar nicht mal so viel Zeit da in dieses Customizen, will ich dann nicht so viel reinstecken, weil ich will ja eigentlich in das Spiel reingucken. Und da ist die Charaktererstellung schon cool, dass es geht, aber naja, so groß rumdoktern will ich da nicht. Ein paar Westen rangeklatscht und dann ist die Sache eigentlich ganz nett, möchte ich fast sagen. Aber ihr kennt mich, ja, wenn ich Spielereien habe, dann möchte ich die auch erstmal ausprobieren und möchte erstmal gucken, was geht denn da überhaupt alles. Das ist alles so, weiß ich nicht, ne? Musste ja auch mal machen. Ja, das Spiel muss ja auch ein bisschen was hergeben. Und das will ich euch wenigstens zeigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere da richtig Bock drauf hat und sich da Stunden um Stunden mit verbringt, seinen Charakter wirklich so hinzubasteln, wie er es gerne mag. Und das ist auch völlig okay, deswegen zeige ich euch das jetzt hier nochmal an der Stelle, was man da alles noch hinten basteln kann. Aber ja, das kann man. Aber in dem Fall, wie gesagt, grob möchte ich das eigentlich nicht. Geschlecht kann man wählen, das ist klar. Kopf kann man auch anpassen. Das ist alles kein großes Ding eigentlich, möchte ich fast sagen. Ne? Und deswegen bleibe ich da relativ unspektakulär. Und gucke jetzt einfach mal, dass wir das schnell über die Bühne bekommen. Aber so Kleinigkeiten, da kannst du halt auch schon viel Zeit reinstecken. Wobei ich persönlich natürlich einfach jetzt den Standard-Klassiker nehmen möchte. Wobei, ihr seht schon, anhand der Frisuren, der Bärte und so weiter, da geht schon was. Da kannst du schon nochmal richtig was machen. Gefällt mir. So. Aussehen schaut fast ganz gut aus. Ich glaube, da können wir jetzt so mit dem ganzen Rumgeklicke können wir jetzt eigentlich mal schon so fast zufrieden sein. Aber Details. Ihr wisst es, Details. Okay, so, jetzt sollte man es aber dann langsam hinbekommen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es eigentlich jetzt, mit Cowboy-Hüte, nein, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es eigentlich auch,
so ganz okay ist, wenn man das mal so macht. Weißt du, so ein paar Minütchen können wir schon dafür mal Zeit nehmen. Ich bin da immer ein bisschen unentschlossen, weil ich will euch ja möglichst viel zeigen von dem Spiel. Dafür haben wir auch ein relativ gutes Programm vor uns. Gerade auch mit den Moderatoren habe ich mir da schon ein bisschen was überlegt, dass wir halt da eben ein paar Folgen machen. Also das kommt jetzt schon so ein paar Folgen. Wir haben uns mal so angepeilt, dass wir so insgesamt 10 Folgen draus machen aus der Beta, bis dann das richtige Spiel wirklich auch rauskommt. 10 Folgen sind geplant. Finde ich auch voll in Ordnung. Für eine Beta kann man sowas machen. Wenn mehr Content drin ist, werden wir natürlich auch mehr Folgen machen, aber so 10 Folgen, glaube ich, sollten schon eigentlich drin sein. Ja, ansonsten speichern wir das Ding und dann ist das eigentlich auch schon fast fertig, würde ich vorschlagen. Schauen wir mal. Ja, kann man machen. Schwierigkeit müssen wir auch wählen, das ist jetzt so noch eine kleine Schwierigkeit an sich. Rekrut, Veteran, Elite und Ghost, ja, also Ghost der höchste Schwierigkeitsgrad, der ja schon wirklich herausfordernd sein soll. Immer anhand, also immer in Abhängigkeit mit den KIs, ist ja klar, aber wir nehmen normal. Und dann lasst uns in das Spiel eintauchen, meine Freunde. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Der Ladescreen dauert immer eine ganze Weile, das ist auch in Ordnung soweit, aber ja, kann man machen. Ich glaube, da kommen wir durch. Das erste Mal laden, kann ich gleich was sagen, das dauert schon wirklich lange. Also ich habe das auch bei den ganzen Mods jetzt mitgekriegt, das erste Laden ist wirklich das längste, danach wird es besser. Aber lasst euch da nicht abschrecken. So, und jetzt tauchen wir ein. Infiltrator Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Es tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf Let's Win. Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hass auf uns.
Aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig. Ich werd's auch sein. Sandoval versprochen hat, ein toter Yankee und ihr schickt eine Handvoll Soldaten. Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Und damit starten wir direkt rein in Let's Play Ghost Recon Wildlands. Jetzt geht's und es rund, geht Leute. Rund. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pak Katari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Hua! Und genau so machen wir das, meine Lieben. Wir schnappen uns den Typen und dann gucken wir mal. Aber das machen wir nicht alleine. Unser Team ist gut, unser Team ist ausgerüstet, unser Team sind Moderatoren. Und mit denen zusammen und nicht mit den Jungs werden wir dann auch auf die Jagd gehen. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Freut euch auf Folge 1. Die Folgen werden jetzt im 2-Tage-Rhythmus vermutlich kommen. Also, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.